Grüß Gott aus Brand Village, der Stadt der Marken, der Markenrechte und der Domains. Heute im Mittelpunkt steht eine Markenkatastrophe, jedenfalls aus meiner Sicht. Denn ihr kennt alle die Marke Audi und Audi bricht mit seiner Tradition, mit seinem Logo und will in China für ein Elektroauto-Projekt auf seine Ringe verzichten. Ja, ihr habt richtig gehört. Ich war fassungslos. Und worum es hier geht in diesem Video, bleibt dran. Das ist hier auf der einen Seite eine Sensation, auf der anderen Seite eine Katastrophe. Also steigen wir direkt ein. Es ist ja grundsätzlich so, dass jede Firma froh ist, wenn es über jahrzehntelangen Markenaufbau es geschafft hat, dass das Logo in den Köpfen der Zielgruppe verankert ist, dass man das Logo wiedererkennt an jedem Ort, an jeder Stelle, ohne dass der Schriftzug, der Firmenschriftzug dabei ist. Also in dem Falle die vier Ringe von Audi oder BMW, na klar, weiß-blauer Kreis oder natürlich auch Opel der Blitz, Mercedes der Stern, ihr kennt das alle. So. Und jetzt folgt der Bruch mit der Tradition. Audi verzichtet in China auf die Ringe. Deutsche Autos, ich lese hier ein bisschen was vor, aber das geht ganz, ganz schnell, weil der Kern ist schon mal klar. Deutsche Autos sind in China derzeit alles andere als gefragt. Auch Audi versucht jetzt mit einer neuen Marke das Blatt zu wenden. Dafür opfert man sogar das eigene Logo. Das ist der Teaser. Es gibt Dinge, die sind so sicher wie das Amen in der Kirche. Dazu gehört etwa, dass man einen Audi an dem ikonischen Logo mit den vier Ringen erkennt. Sollte man zumindest meinen. Doch in China könnte das bald fehlen, auch wenn es komisch klingt, denn Audi will wegen seiner Absatzprobleme im Reich der Mitte cooler werden. Gelingen soll das mit einer neuen Marke ohne die Ringe. Also, es gibt, Audi hat in China eine Tochter mit SAIC, so heißt das Unternehmen. Da gibt es jetzt ein Konzeptcar und das wurde auch schon vorgestellt in Shanghai mit dem Kooperationspartner. Da hat man also die chinesische Plattform übernommen von SAIC, also die Fahrzeugplattform. Und Audi hat auch zugeliefert, wunderbar. Die prozentuale Anteile, die kenne ich nicht, weder was die Firmenstruktur betrifft, noch was die Fahrzeugstruktur betrifft. Aber man sagt, die meisten Teile sind vom chinesischen Partner, wie auch immer. Und dieses gemeinsame Fahrzeug soll ohne Ringe auf den Markt kommen. Der Schriftzug Audi findet sich vorne im Kühlergrill. A-U-D-I. Kann kein Chinese lesen, aber warum auch immer man das macht. Und im Fahrzeug am Lenkrad steht es auch so. Und ja, dieser erste Audi soll 2025 auf den Markt kommen. Ihr könnt das im Netz auch alles nachlesen. Es gibt, das Netz ist voll davon, auch die Business-Plattformen sind voll davon, über Sinn und Unsinn. Und lese noch einen Satz vor. Für Audi bietet die Zusammenarbeit mit SAIC strategische Vorteile wie Kosteneinsparung und eine schnellere Markteinführung. Zudem kann die Entwicklungszeit bis zur Markteinführung um bis zu 30% verkürzt werden, wie der bayerische Automobilkonzern betont. Und natürlich auch wieder mehr Marktanteile bringen kann. Denn der Mauerabsatz, also dieser schwindende geringe Absatz vor Ort, ist einer der Gründe für den 91%igen Einbruch des Betriebsgewinns im dritten Quartal. Kann man alles verstehen? Meiner Meinung nach ist es aber nicht unbedingt der richtige Weg, wenn man sein Markenzeichen opfert, denn ob die Leute, die Kunden dann dieses Auto kaufen ohne das Markenzeichen oder die anderen Audis, die Verbrenner, die Diesel, was auch immer, mit Markenzeichen, mit den vier Ringen, wenn sie gar nicht mehr wissen, dass es Audi als Marke da noch gibt, weil man wird ja Audi dann mehr oder weniger vom Markt verdrängen mit den Elektroautos, also raus aus den Köpfen. Und wenn man das beibehalten hätte an den Elektrofahrzeugen, wäre ja Audi weiter präsent im Markt. Ich glaube, ihr versteht, wie ich das meine. Also aus markenrechtlicher Sinn eine Katastrophe. Und Dinge funktionieren eben manchmal oder meistens dann auch nicht. Wir kennen ja viele andere Dinge, wenn man den, man nennt es Markencode, wenn man den verändert. Ihr kennt alle die Dresdner Bank mit dem grünen Bank der Sympathie. Natürlich
gab es die Dresdner Bank dann nicht mehr, weil sie mit der Commerzbank funktioniert hat. Und dann hat man aus dem grünen Band der Sympathie, was jeder kannte, plötzlich ein gelbes Band gemacht. Ja, hat auch nicht funktioniert. Es gibt Dinge, die sind im Kopf der Zielgruppe und wenn die dann mal raus sind, dann ist die Marke kaputt. Soweit wollen wir es hier nicht denken und auch nicht reden. Ich verlinke euch hier verschiedene Dinge. Ich wollte euch nur sagen, aus markenrechtlicher Sinn eine Katastrophe. Stellt euch doch einfach nur mal vor, bei anderen Marken, ja, man würde plötzlich das Logo, das endlich in den Köpfen der Menschen ist, das klassische Logo weglassen und würde den Firmenschriftzug in einer Sprache, die man eh nicht kennt und lesen kann, dann plötzlich darstellen. Nehmt euch mal an, im Griechisch, im Kyrillischen, wie auch immer, da steht dann in wunderschöner lateinischer Schrift dann der Firmenname. Völlig sinnlos. Aber gut, genug gelästert. Ich räche mich sonst nur auf und das muss ich ja wirklich auch nicht zeigen heute zum Freitagabend. Ja, das wollte ich nur einfach mal loswerden. Und in den nächsten Tagen kriegt ihr noch ein Video von mir über die Marke Jaguar, auch ein Fahrzeughersteller, was die mit dem Logo gemacht haben. Das ist auch eine mittelmäßige Katastrophe. Aber dazu mehr in einem gesonderten Video. Und dann kommt zum Schluss, wie immer, die Aufforderung, ihr lasst mir bitte einen Daumen hoch da, abonniert meinen Kanal und dann freue ich mich, wenn ihr auch bei meinen weiteren Videos wieder mit dabei seid. Ihr wisst, die gibt es regelmäßig, die gibt es täglich und dann hören und sehen wir uns dann morgen wieder. Bis dann, Servus!